Und heute wird Schlagerlegende Michael Holm 80 Jahre alt. Seit 6 Jahrzehnten ist er im Musikgeschäft unterwegs und in den 70er Jahren war er Dauergast in der ZDF-Hitparade. Titel wie Mendocino, Nachts scheint die Sonne, Tränen lügen nicht und viele mehr sind bis heute absoluter Kult. Und zu seinem heutigen 80. Geburtstag ist er bei uns in der Sendung hier bei Radio 700 in Ollis Welt und wir plaudern so ein bisschen über die wichtigen und einzigartigen Erlebnisse aus seinem Leben. Und erst einmal ein ganz großes Dankeschön, dass Sie heute an Ihrem Ehrentag, Ihrem 80. Geburtstag Zeit haben, mit uns zu sprechen. Und das mediale Interesse an diesem runden Geburtstag einer Schlagerlegende, das ist wirklich enorm. Wie werden Sie heute noch feiern? Ja, das Interesse hat mich tatsächlich selber überrollt und trotzdem sehr gefreut, muss ich sagen. Ich habe also nur sehr sympathische, mitfühlende, herzliche und gut informierte Gesprächspartner gehabt. Aber wie werde ich feiern? Ja, 60 bis 70 Gäste, sogar genau kann man das nicht. 3 haben leider schon wegen Krankheit absagen müssen. Und meine Kollegen, die ich natürlich auch reichlich eingeladen habe, sind, das weiß jeder in der Branche, abhängig davon, dass es nicht gerade am Wochenende dann eine Veranstaltung, eine Gala gibt und oder Fernsehen. Also leider sind sowohl der Mickey Krause wie auch der Ramon Zarella, der hat nun mal leider Fernsehen mit Andy Borg übrigens. Ja. Mhm. Also deswegen können dann nicht alle kommen, aber so in etwa 60 bis 70 Gäste werde ich haben und wir werden feiern in der Nähe, im Ort Reisting und ja, es ist ein bayerischer Biergarten sozusagen und da wird es dann leckeres Essen geben, bayerisch natürlich und Getränke sowieso satt und da wir sehr viele Musiker und musikalische Gäste haben, wird natürlich auch sehr viel Musik gemacht. Wunderschön und beim Thema Musik, die begleitet Sie ja schon Ihr ganzes Leben lang. Wann haben Sie für sich gemerkt, dass Musik Ihre Welt ist? Das hat ja schon sehr früh bei Ihnen begonnen. Das hat sehr, sehr früh begonnen, aber dann sehr intensiv eigentlich in der Zeit, so Teenager oder Zeit, da fing das bei mir an, richtig so mit 14 Jahren richtig so virulent zu werden, dass mir Musik eigentlich mit das Wichtigste war. Und das war auch für mich dann Singen und Gitarre spielen, war für mich so der Ausweg aus allen Lebensproblemen. Wenn andere sich dann geärgert haben oder nicht weiter wussten, habe ich mich hingesetzt vor meinen Riesenspiegel, den ich hatte in meinem Jugendzimmer und die Gitarre genommen und habe mir selber was vorgesungen und so nach einer halben Stunde oder einer Stunde ging es mir wieder gut. So war das und ich glaube deswegen ja auch, ist es für jeden eine Bereicherung und ganz wichtig, ein Instrument zu spielen, ein Instrument zu können, denn man ist nie alleine, man hat immer einen Freund, man kann sich immer selber sozusagen mit den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen. Und ist das etwas, was Ihnen schon von Seiten der Familie mitgegeben wurde oder war das ein Weg, den Sie völlig neu beschritten haben damals? Nein, die Vorprägung, die war natürlich extrem da. Von Jugend an haben wir Musik gemacht, Hausmusik. Von Jugend an haben wir gesungen, auch dann immer mehrstimmig. Und ich bin damit aufgewachsen. 2-3 Mal in der Woche Hausmusik und Liederabend persönlich zu erleben. Und übrigens hat mein Vater dann alle 14 Tage auch noch eine, wie soll man sagen, Spielegemeinschaft, ein Quartett geleitet, kamen dann zu uns die anderen Musiker und haben dann klassische Stücke eingeprobt oder sich daran erfreut, dass sie das können. Wir in den Nebenzimmern haben immer 1 und 2, bei F geht's weiter oder sowas. Ja, also die Pausen, die sind ja immer, die Stücke sind ja dann immer auch sozusagen festgehalten und da weiß man dann, an welcher Stelle dann mit welchem Takt. Und ich habe immer meinem Vater dann den Rhythmus, das Tempo vorgeben hören. Also nein, wir sind aufgewachsen intensiv mit Musik, allerdings mit klassischer Musik. Also die niederen, wie soll man sagen, Kultur,
Bereiche der Musik, die habe ich mir selber erobert. Und diese Eroberung, die ging ja gleich Anfang der 60er bei Ihnen los, denn es gab da eine interessante Begegnung, die in der Formation die Missouris mündete. Und mit denen gab es ja auch schnell Erfolge. An was können Sie sich aus dieser Zeit noch erinnern? Ja, wir waren dann nochmal Platz 2 im Schlagerfestival, glaube ich. Das war eine Zusammensetzung. Also da wurde sowohl der Boy Berger, so hieß er, Künstlername, ein junger Österreicher, sehr musikalisch, genauso überrascht wie auch ich. Das war sozusagen die Kopfgeburt von dem Mel Zondok, einem Produzenten der Teldec, der eigentlich amerikanischer Disc-Jockey war und bei EFN über Jahre ein tolles Programm gemacht hat und der später ja dann auch im WDR ganz große Karriere gemacht hat als Moderator und Programmgestalter. Das war unser Produzent und hat uns dann, ja, weil er halt Ami war, ja, den Namen Missouris verpasst. Wir hatten damit überhaupt nichts zu tun und hat er uns derartig gekommen in das Tal am Colorado, solche Dinger singen lassen. Das war natürlich damals noch eher angesagt, solche Titel zu produzieren, aber weder Bert Berger, Boy Berger, noch ich konnten da allzu viel mit anfangen. Und deswegen war die Zusammenarbeit auch nicht so. Er war ein netter Kerl, eigentlich halt ein bisschen chaotisch. Und ich kam mehr von der braven und Gymnasiasten-Szene, ja, humanistisches Gymnasium. Aber das war von vornherein ein Totgeburt eigentlich. Ja, wir waren 2-3 Mal in den Charts und haben da dieses schreckliche Werk Texas Jimmy gesungen. Also meine Welt war es nicht und seine auch nicht. Später kamen wir ja dann in Bereiche, also ich auf jeden Fall, wo ich mit großer Freude und großer Lust Platten gemacht habe und nicht nur schöne Platten, sondern auch sehr erfolgreich. Die Welt der Stars und Sternchen. Ollis Welt bei Radio 700. Und Michael Holm ist ja für den Rest der Sendung noch bei mir am Telefon und wir feiern mit ihm so ein bisschen Geburtstag und sprechen über sein Leben. Und da spielte ja eine Person eine sehr wichtige Rolle, Giorgio Moroder. Wie kam es zu dieser Begegnung? Ja, Giorgio war ein Musiker, der immer offen war und er hat rausgefunden, in Deutschland gibt's einen Verlag, Edition Intro, Gebrüder Meisel, die sind interessiert an neuen, jungen Autoren. Das war ja damals sehr ungewöhnlich eigentlich. Und so hat er sich aufgemacht. Damals war ja Berlin schon irgendwie eine Insel im fernen Deutschland. Hat er sich aufgemacht aus Südtirol und hat Berlin besucht. Und keiner hatte so richtig Zeit für ihn. Und dann habe ich einfach so aus Fairnessgründen gesagt, hallo, da kommt einer aus Südtirol und will uns was vorspielen. Also Entschuldigung, dann, wenn ihr euch das nicht anhören wollt, ich bin da gerne dafür offen. Mhm. Und da waren sie ganz zufrieden. Ja, Michael macht das. Ich hatte schon so meine ersten Erfolge, Roy Black, irgendjemand liebt auch dich oder Petula Clark, kann ich dir vertrauen, und ein paar Chart-Platten gemacht und für mehrere andere geschrieben. Also waren sie ganz zufrieden und sind davon ausgegangen, dass ich ein bisschen ein Gefühl dafür habe. Giorgio hat dann mir 3 Titel vorgespielt, die ja waren ordentliche Pop-Titel, aber was das Faszinierende da an diesen Titeln war, das waren seine ganz ungewöhnlichen Sounds, die Klänge, die er da kreiert hat auf den Demo-Bändern, die er mir vorgespielt hat. Und man muss eines wissen, damals, da war Gitarre, klang wie eine Gitarre, ein Piano wie ein Piano, Trompete wie Trompete, Bass wie Bass. Also es gab Sound, alle haben gesucht nach anderen Klängen, wie kriegt man die hin? Man hat gemischt mit Instrumenten und alles Mögliche angestellt, aber es gab noch nichts. Er hatte die Sounds. Und sag ich, wie hast du denn das gemacht? Ja, weißt du, da habe ich dann das Ding so gelegt und da war im Bad, habe ich die Gitarre, den Hall über das Bad laufen lassen von der Gitarre. Alle möglichen Geschichten. Ich wusste eines, der Mann will nach vorne mit ganz eigenen Sounds. Der kann's. Und deswegen habe ich also ganz, ganz stark dafür geworben, im Hause Meisel, dass er einen Vertrag kriegt und da war dann anfänglich Tape Operator in einem winzigen Demo-Studio von Meisel und nach kurzer Zeit, schon ich weiß nicht, 2 oder 3 Monate, nachdem er
dann angefangen hatte in Berlin, haben wir beide einen Titel geschrieben für Ricky Shane, Ich sprenge alle Ketten, und das war unser erster gemeinsamer Hit. Und das war ja nicht das Einzige. Dann gab es ja den ganz besonderen Sound bei einem Cover, dessen Original damals natürlich durch Ihre Version Bekanntheit erlangte und sehr, sehr erfolgreich wurde, nämlich Mendocino. Wie kam es damals dazu? Ja, da Giorgio wurde dann, nachdem er einen sehr erfolgreichen Bubblegum Millionenseller hatte, selber als Sänger, der hieß Lucky Lucky, habe ich im Chor gesungen im Übrigen, ja, aber da das nur nebenbei, der wurde abgeworben von Monty Lüftner, dem genialen, wunderbaren, einmaligen Chef von Ariola, und war mittlerweile nach München umgezogen und rief mich Ende 68 an, du musst nach München kommen, ich habe eine Nummer, die musst du unbedingt singen, die produziere ich mit dir, bla bla bla. Da ich keinen Vertrag hatte, wäre das unweit möglich gewesen, und da mir Giorgio sehr am Herzen gelegen hat, bin ich dann nach München geflogen und habe dort diesen Titel gehört. Das war Mendocino, der Douglas Quintet, und die Firma legte großen Wert darauf, dass ich den dann auch singe. Die Firma Ariola habe ich getan, und siehe da, da hat man Millionenseller. Ein bisschen ausführlicher habe ich beschrieben in meinem in meinen Memoiren, aber das würde ich jetzt die Zeit, unsere Zeit sprengen, wenn ich da so auf das Detail eingehe. Aber die Tatsache war dann, ja, ich habe den Titel aufgenommen. Giorgio hat ihn produziert, wunderbar produziert. Wir haben insgesamt weltweit mehr verkauft als das Original, das nur nebenbei. In Deutschland natürlich sowieso, aber ich habe auch ein paar Versionen gemacht, übrigens dann produziert von Giorgio Moroder und Les Humphries. Die beiden haben, auch Mademoiselle Ninette haben die beiden mit mir produziert, das war dann in Hamburg. Und Sie haben in der letzten Sendestunde es schon angesprochen, Mendocino erfolgreicher als das Original. Gab es irgendwann mal eine Begegnung mit dem Sir Douglas Quintett? Die hatten ja damals vermutlich auch nicht schlecht gestaunt. Ja, es gab eine hochinteressante, wunderbare Begegnung, und zwar entweder war es 71 oder 72, eine Starparade, wo ich gefeiert wurde für meinen Millionenseller Mendocino und Sir Douglas gefeiert wurde als derjenige, das Sir Douglas Quintett war da auch, als diejenigen, die diesen tollen Titel interpretiert haben, und natürlich Douglas Sam, der Bandleader, der die Sache ja Text und Musik geschrieben hatte, das englische Original. Also ich sitze da bei der Starparade in meiner Garderobe, was weiß ich, ziehe mich gerade wahrscheinlich an für einen Auftritt, und da kommt ein junger Amerikaner, langhaarig, wie damals üblich, kommt rein, I'm looking for a Michael Holm. Und sage, well, here I am, sozusagen. Ja, Douglas Sam would love to meet you. Dann wurde ich gebeten in die Garderobe zur Douglas Quintett, waren fünf Musiker inklusive Douglas Sam. Und wir hatten natürlich eine große Gemeinschaft, Garderobe, saßen, rauchten und unterhielten sich, waren gut drauf. Und Douglas war ein sehr herzlicher, offener, halt in Kalifornien, also die haben ja keine Berührungsängste. Wir haben uns gleich umarmt und haben uns also sehr, sehr gut unterhalten, radebrechend. Mein Englisch war noch leider noch nicht so gut, wie es dann später wurde. Und sein Deutsch war miserabel, also deswegen war die Aussprache nicht so ausführlich, aber wir hatten in jedem Fall eine riesige gegenseitige Sympathie füreinander und haben uns leider danach nie mehr gesehen. Und es gab nach Mendocino Hits Schlag auf Schlag und darunter auch ganz viele Coverversionen auf Deutsch. Was hat Sie daran damals gereizt und nach welchem System oder welchen Kriterien wurde da ausgesucht? Das war ja zum Teil sehr international, von Fernando aus Frankreich über Son of My Father bis hin zu Tornero, Isanto, California. Also eine kleine Korrektur. Okay. Barfuß im Regen ist von uns geschrieben. Son of My Father ist die englische Version von Nachts scheint die Sonne. Da ist die Reihenfolge schon so. Giorgio hat das komponiert, ich habe den Text gemacht und Giorgio hat das selber aufgenommen, dann mit einem englischen Text, der Son of My Father hieß und mit ihm extrem erfolgreich war im Übrigen und gecovert wurde von Chicory Tip als sehr erfolgreicher,
5 oder 6 Wochen Nummer 1 Hit in England. Wie haben wir unsere Titel generell ausgesucht, wenn wir eine Idee hatten, die funktioniert hat? Beispielsweise, George fragte mich, hast du keine Idee jetzt nach Mendocino? Dann kam ich mit Barfuß im Regen und dann hatten wir damit einen großen Erfolg. Dann kam Ariola mit einem Titel, der hieß auf Deutsch Wie der Sonnenschein. Danach haben wir, Giorgio wieder und ein anderer Autor aus Berlin, einen Titel gehabt, Ein verrückter Tag. Dann hatten wir, gab es eine Instrumentalnummer aus Australien, die der Giorgio entdeckt hatte. Die hieß I Will Return. Und ich habe daraus gemacht, Du weinst um mich. Danach kam Nacht scheint die Sonne, ja genau. Eine Komposition von dem Giorgio und der Text von mir. Das war unsere Zusammenarbeit mit dem Giorgio, der dann wiederum von Ariola wegging zur Phonogramm, auch weg, mit einem sehr guten Vorschuss weggelockt wurde sozusagen. Und deswegen hörte meine Produktionszusammenarbeit mit Giorgio Moroder, wir haben da weiter auch noch Titel geschrieben und waren auch weiter befreundet, aber meine Produktionszusammenarbeit mit Giorgio war sozusagen vertragsbedingt nicht mehr möglich. Und Giorgio hat ja dann bei Phonogramm überhaupt nicht realisiert, die haben das nicht erkannt. Er hat ihnen die Dana Sommer, Love to Love Your Baby und so weiter auf dem Tablett serviert. Und die haben das abgelehnt. Das wollten sie nicht veröffentlichen. Da hat er mir gesagt, weißt, jetzt warte ich noch ein halbes Jahr, dann ist mein Vertrag zu Ende und dann habe ich einen Welterfolg. Und genau so war es. Und Sie haben gerade von einem ganz tollen Instrumentaltitel gesprochen, I Will Return. Aber es gab noch einen zweiten, nämlich Soleado, der eigentlich erst durch Ihre Arbeit sehr erfolgreich wurde. Denn Sie haben einen Instrumentaltitel zu einem Riesenerfolg gemacht, Tränen lügen nicht. Was war die Idee dahinter, zu Soleado einen Text zu machen? Eine Produktion von dem Giro D'Amico, einem sehr erfolgreichen italienischen Produzenten und Autoren, der wiederum, und jetzt wird's witzig, der diese Melodie entdeckt hat in alten Folianten, der interessierte sich für Gregorianik und hat diese Melodie gefunden, die aus dem Jahr irgendwie 1485 oder sowas stammt. Mhm. Ein gewisser Zakar hat das Lied, Zakarius hat das Lied geschrieben und deswegen hieß am Anfang der Autor auch nicht Giro D'Amico, sondern Zakar. Das hat er also so durchgezogen. Ich habe den Titel gehört im Rundfunk, Radio Luxemburg damals hat man sehr viel gehört und ich war ja in den 60er Jahren auch der Sommergastsprecher, immer in 3 Jahren von Radio Luxemburg für jeweils 4,5 bis 5 Wochen. Also ich hatte da gute Kontakte zu Luxemburg, habe da angerufen, was ist das für ein Titel, woher, wohin? Als ich den Titel gehört habe im Rundfunk, habe ich Gänsehaut bekommen, da war mir klar, mit einem wunderbaren Text auf diese wunderbare magische Melodie kann man die Herzen der Hörer auf eine ganz besondere Art erreichen. Und nachdem ich diesen Text geschrieben habe, ist eigentlich auf der ganzen Welt, kann man sagen, Soleado, oder besser gesagt, Tränen lügen nicht, Tears Don't Lie, ein großer Erfolg geworden in allen Sprachen der Welt. Und das erste war Frankreich, weil in der Starparade 1974, als ich den Titel vorgestellt habe, da habe ich zusammen mit der Mireille Mathieu und dem Peter Maffay auch einen Ami-Titel gesungen, Pi Pablo Lula von Gene Vincent, wir mit Motorrad in die Halle reingefahren und so, also so eine Geschichte. Und der Manager, der sehr clevere Manager von Mireille Mathieu, der ein gewisser Johnny Stark, der hat gehört, was für ein Potenz in dieser Melodie ist, in diesem Sound, in dieser wunderbaren Produktion, die wir da auch gemacht haben. Und hat sofort dann Mireille einen Text verpassen lassen. Das war auch ein Riesenerfolg. Und dann weltweit überall, auch in Italien, gab es dann gesungene Versionen. Ich habe selber auch eine englische Version gemacht und war damit in Amerika in den Charts.
Und Sie waren auch Dauergast in der ZDF-Hitparade. Das war ja damals das Nonplusultra, wenn es um den deutschen Schlager ging. Wie war das damals, die Arbeit mit Dieter Thomas Heck? Man kann in Interviews immer wieder erkennen, dass das damals eine ganz besondere Zeit bei Ihnen war. Ja, es war eine extrem besondere Zeit für mich. Aber wir waren richtig, das gibt es auch im Showgeschäft, wir waren richtig befreundet, unabhängig davon, dass wir sehr viel zusammengearbeitet haben, eben auf der Bühne oder bei Tourneen, die er dann ja gemacht hat, die Hitparaden-Tourneen, wo er der Moderator natürlich war. Aber Dieter war ein wunderbarer, außergewöhnlicher Mensch, der Freund aller Künstler und aller Melodien und Schlager. Deswegen, es war ein Genuss, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ja, und wir waren so eng befreundet, dass ich beispielsweise der Pate seiner Tochter war und er war zusammen mit der Hilde Trauzeuge bei meiner Hochzeit, als ich meine Frau Bimbi geheiratet habe. Also wir hatten über das berufliche Zusammenarbeiten eine richtig herzliche, wunderbare persönliche Freundschaft. Und Dieter war ein echter Freund, wirklich ein Mann, ein Mensch mit sehr viel Emotionalität und Herzlichkeit und Wärme und Loyalität, wie man sich das nur wünschen kann. Und wenn man mit den Schlagergrößen von damals spricht, waren die Aftershow-Partys der Hitparade gefürchtet und geliebt. Wie war das damals wirklich? Was ging da tatsächlich ab? Ja, also gefürchtet. Im positiven Sinne. Feiern hinterher, aber ich meine, wenn einer jetzt, gab es durchaus auch Kollegen, die keinen Bock hatten oder die was anderes zu tun hatten und so. Das hat Dieter immer sehr bedauert. Er hatte halt dieses Familienmäßige drauf. So, wir halten alle zusammen, wir arbeiten zusammen, wir feiern zusammen, wir verstehen uns. Das hat er sehr geliebt und sehr geschätzt. Und die Feste waren übermütig, die waren toll. Ja, der eine, damals war das halt noch so, der eine oder andere hat etwas zu tief ins Glas geschaut, aber das waren jetzt keine Besäufnisse in dem Sinn. Also man hat so die Show vorneweg so ein bisschen Revue passieren lassen, hat gekichert. Es gibt ja dann immer besondere Momente in jeder Show. Da geht auch mal was daneben vielleicht. Keiner merkt, aber es ist trotzdem und so. Darüber wurde gekichert. Man hat sich gut verstanden. Es war einfach ein sehr, sehr herzliches Verhältnis und das hat er sehr gepflegt. Im Übrigen muss ich sagen, das kommt auch wieder langsam so in Mode. Also ich war ja vorgestern in der Giovanni Zarella Show und da war hinterher eine ganz übermütige Aftershow-Party. Also, und das soll bei anderen Shows durchaus auch der Fall sein. Also das kommt wieder sehr, das Zusammensein, das Austauschen, das Pflegen der Kollegialität, das kommt wieder mehr in Mode. Und also bei diesem Giovanni, der ja sowieso ein Schambolzen und ein herzlicher Mensch ist, ohne Gleichen, ist es also besonders angenehm und toll gewesen. Und Sie schwärmen sehr von der ZDF-Hitparade. Fehlt sowas in der heutigen Zeit? Ja, jede Zeit hat ihr Format und jede Zeit hat ihre großen Moderatoren. Und das war eben zu seiner Zeit unvergleichlich und nicht mehr heute nachvollziehbar, der Dieter Thomas Heck. Aber es gibt natürlich auch heute tolle Moderatoren. Ich hatte natürlich in dieser Zeit, das muss man auch sagen, ja den Höhepunkt meiner Karriere als Interpret in den 70er Jahren und auch als Autor. Ich war ja eigentlich in fast jeder Hitparaden-Sendung, weil ich entweder Sänger war oder Produzent für einen Kollegen oder Autor. Also da war man sowieso nicht immer aktiv, aber passiv als Besucher und Berater oder Beteiligter in irgendeiner Form, als kreativ Beteiligter, war ich also in wahnsinnig viele ZDF-Hitparaden. Und wir müssen aus zeitlichen Gründen ein paar große Hits überspringen und noch über internationale Dinge sprechen, welche Sie in die USA und nach Japan brachten, nämlich mit einem großen New Age-Projekt. Erzählen Sie uns doch davon ein wenig. Es war das Jahr 1979 oder 80 München auf dem Höhepunkt des Wahnsinns. München war die zweitgrößte Musikstadt der Welt. Die
Wir hatten 140 Studios, die Tag und Nacht ausgebucht wurden. Und da rief mich eines Tages der Herbert, ich komme jetzt nicht mehr drauf auf den Nachnamen, der Studiobucher von, wie heißt es noch, von der Frau Scheibenrenner Studio, rief mich an. Du Michael, mir hat eine Produktion 4 Tage abgesagt. Ich sag's dir als Erster, hast du, brauchst du Tage? Sag ich, nehme ich. Und hab mir dann hinterher überlegt, was mache ich da? Weil ich hatte gerade keine aktuelle Produktion, aber hatte immer mal geplant, ein Instrumental-Act aus der Taufe zu heben. Und zu dieser Zeit fing das gerade an mit dem Moog Synthesizer. Und ein Musiker, mit dem ich sehr viel im Studio sowieso zusammengearbeitet habe, als Pianist, als Keyboarder, war der Christian Schulze, und der war da ganz, sagen wir mal, fasziniert und versessen und erfahren mit diesem Moog Synthesizer, mit dem ich überhaupt nichts verbunden habe oder angefangen habe. Und da habe ich gesagt, du Alter, ich habe hier ein paar Tage jetzt wunderbarerweise bekommen im Studio. Kannst du mal, lass uns doch mal was ausprobieren mit diesem Moog, von dem du mir da erzählt hast. Ich habe da so zwei Musikideen, die würde ich gerne mal so auf diese Art und Weise umsetzen. Ja, wunderbar, hat sich gefreut. Und so kam es dazu, dass wir die ersten zwei, wie soll ich sagen, Cusco-Titel produziert haben. Also ich habe sie produziert, er war da als Solist mit seinem Moog-Synthesizer zugange. Und da sagte man mir dann, als ich das so platziert habe, bei verschiedenen Schallplattenfirmen, sagten mir, du, das ist ganz was Tolles, was du da machst. Aber weißt du was? Sowas ist nicht singlemäßig, da musst du ein Album machen. Okay. Ein ganzes Album mit 12 Titeln, nur solche Melodien und dann mit diesem Sound, das ist toll. Und das habe ich dann gemacht. So ist Cusco entstanden aus dem, ja, aus der Möglichkeit, endlich mal wieder 4 freie Tage in einem Münchner, tollen Münchner Studio zu bekommen bei der Frau Scheibenrenner. Und Sie waren dann mit dieser Geschichte auch in Südkorea sehr erfolgreich. Wie fühlt man sich da, wenn man davon etwas mitbekommt? Ja, es ist witzig. Es ist eigentlich ein ganz tolles Gefühl. Ich kannte das ja schon als junger Bursche. Hatte ich mal mit 14 Jahren, als ich gerade mal die Gitarre halten konnte, habe ich einen Titel geschrieben. Und der wurde dann 7 Jahre später aufgenommen und war dann 1 Millionenseller in Japan. Filmtitel eines Filmes, Titelmelodie eines Filmes, wie auch immer das dazugekommen ist, weiß ich nicht, aber diese Aufnahme wurde als Titelmelodie ausgewählt und der Film war erfolgreich und damit auch dieser Titel, oder vielleicht war der Film erfolgreich wegen diesem Titel, wie auch immer. Und so hatte ich das erste Mal einen wirklich Millionenseller und war der Einzige, der das wusste, weil ein Millionenseller in Japan hat damals niemand interessiert. Aber ich fand es natürlich toll. Und Sie haben mit so vielen tollen Künstlern zusammengearbeitet und Erfolge gefeiert, dass es für uns als Redaktion nicht leicht ist, dahinter zu kommen. Ich gebe Ihnen mal 3 Stichworte und Sie erzählen uns dazu vielleicht eine kleine Geschichte. Und das erste wäre, ein Lied kann eine Brücke sein. Die wunderbare, außergewöhnliche, zum Niederknien tolle Joy Flaming hat das einmalig toll gesungen. Es hat mir mehr um sie als um mich leid getan, dass sie dann auf Platz 17 von 18 angetretenen Nationen im Eurovision gelandet ist. Aber es ist ein Titel, der bis heute lebendig ist, der bis heute geliebt wird, weil er einfach eine großartige Melodie, einen wunderbaren Groove und, glaube ich, auch einen sehr schönen Text hat. Und zu einem ganz anderen Groove kommen wir jetzt. Hexen bis aufs Blut gequält. Das ist die Filmmusik gewesen zu einem historischen Film über einen Hexenprozess. Der englische Titel war Mark of the Devil und darum ging es eigentlich auch, dass der Hexer mit einem Pseudomesser auf irgendwelche Körperpunkte gestochen hat. Und das Messer
konnte drin bleiben und dann hat man gesagt, ach, dieser Hexenpunkt, da geht gar kein Messer durch. Also so eine ganz linke Geschichte. Mhm. Da hat mich ein Schauspieler und Regisseur, da hat mich so gefragt, aber du bist doch jetzt so erfolgreich, war 72 oder 73. Also, da hast du denn mal Lust, auch mal so eine Filmmusik zu machen? Da sage ich, das habe ich schon mal mit dem Joachim Heider für einen norwegischen Film, Regina Maris, haben die, ach so, ja wunderbar, ja dann komm doch mal morgen zum Abstoppen. Und dann am nächsten Tag hat er mir die Adresse gegeben, das war in Berlin noch, da bin ich dann also in einem Filmstudio gelandet und da hat mir eine freundliche Katharin hat mir dann den Film vorgeführt und dann immer an den Stellen angehalten, damit ich mir Notizen machen konnte, wo sich Adrian Hofen, so hieß der Schauspieler, respektive der Regisseur dieses Films, wo Adrian Hofen sich Musik vorstellte. Und so habe ich das erste Mal dann alleine eine Filmmusik gemacht. Und die kam dann, wurde dann richtig Kult, weil sie ganz ungewöhnlich vom Sound und von der Melodieführung war. Und der Film war extrem erfolgreich weltweit, nicht so sehr in Deutschland, aber weltweit. Und ja, das war eine schöne Erfahrung. Und es gibt sogar Kongresse, die sich mit der Filmmusik von Hexen bis auf Blut gequält, Mark of the Devil, beschäftigen. Okay, und das dritte Stichwort. Es gab eine besondere Begegnung mit dem Regisseur der ZDF-Hitparade, Truk Brandt, der selbst viele in ihre Schranken wies. Aber bei diesem Mal haben Sie das bei ihm gemacht. Ja, der hatte halt so die, was im Übrigen damals fast alle Regisseure haben sich auf irgendeine Art und Weise Dinge herausgenommen, ihren Mitarbeitern gegenüber, aber speziell den Künstlern gegenüber. Das war der allgemeine Ton, aber der Druck war natürlich dann noch mehr im Fokus, weil bei den Proben ja dann immer die halbe Welt zugeschaut hat. Da waren die Firmenvertreter und die Manager und die Freunde von den Künstlern und Presseleute und der ein oder andere ganz heiße Fan hat dann auch den Weg gefunden, schon bei der Probe dabei zu sein. Das war also immer Coram Publico. Und deswegen war es teilweise sehr peinlich. Und das hat er eigentlich fast in jeder Sendung gemacht. Und da ich war ja ständig in der Hitparade, jeden Monat, weil als Autor oder als Sänger. Also, da dachte ich, Mensch, der Druck, der hat auch keine Hemmung vor irgendwelchen großen Starnamen gehabt. Dachte ich, irgendwann bin ich da auch mal dran. Und habe mir dann überlegt, wenn der Druck dich auf die Hörner spießt, wie reagierst du? Und ich dachte mir, er spießt dich auf, dann spießt du ihn auf. Und da er mich angegriffen hat und ganz ungeschickt mit meiner Singerei, und ich war mir ziemlich sicher, dass ich ein ganz ordentlicher Sänger war und habe gerade den Titel, um den es ging, also Baby, du bist nicht alleine, eigentlich sehr stimmungsvoll und hitträchtig gesungen. Okay. Da habe ich dann zurückgeschlagen. Jawohl. Aber das Interessante ist ja, wir Männer sind ja so gewickelt. Er hat mich dann später zur Rede gestellt. Eine Frechheit, was nimmst du dir heraus? Und da habe ich ihm das so wie jetzt Ihnen, ja, lieber Druck, schau mal hier, du hast in jeder Sendung, holst du dir einen Kollegen und aber komm, erzähl mir nicht. Sage, Druck, mal ganz, ist keiner hier. Du musst hier niemand was sagen. Ganz ehrlich, so ist das. Hinterfrage dich mal selber. Du holst immer eine und da habe ich mir gedacht, wenn der Druck dich auch niedermachen will, dann schießt du zurück. Und dann hat er mich also eine Minute lang tief in die Augen geschaut, so nach dem Motto, wer schaut jetzt weg? Ich nicht, er auch nicht. Und dann klopfte er mir kameradschaftlich auf die Schulter. Ach du Arschloch, lass uns einen laufen. Und haben ein Bier getrunken und dann waren wir eigentlich von da ab ganz gute Spätzle, muss ich sagen. Wunderbar. Und Sie haben dann auch noch andere tolle Freundschaften geknüpft, unter anderem zu Christian Anders. Ja, der Christian war nun ein sehr erfolgreicher Autor, später, aber am Anfang ein nicht ganz so erfolgreicher Autor bei Meisel. Und aber schon herausragend toller Sänger. Und da hat er mit dem Titel von Joachim Heider komponiert und produziert, Geh nicht vorbei, einen für mich herausragend
geilen, sensationellen Pop, nee, heute noch richtig gerne, Pop-Titel gesungen. Auf seine ganz eigene Christian Andersartige Art, mit einer tolle Produktion, war ja auch ein Riesenerfolg. Neben Mendocino, der andere Superhit eigentlich 69, 70. Und aus diesem, da wir aus demselben Verlagshaus kamen, in Berlin, lebten, da hat man sich natürlich getroffen. Und Christian war ein, ja, immer ein wilder, kreativer, wahnsinniger, kann man sagen. Und ich habe da immer Sinn für gehabt. Ich habe mich gut mit ihm verstanden und habe teilweise die Spinnereien, die er auch so geäußert hat, die habe ich halt für das genommen, was sie waren, Spinnereien. Also ansonsten, ich hatte wirklich eine gute Zeit immer wieder mit ihm und bin eigentlich so ein Freund von ihm. Und wir hatten sowieso einen sensationellen Urlaub, da hat er mich eingeladen. Er wohnte bei den Connerys 2 Jahre oder 2,5 Jahre. Und da hat er mich eingeladen, doch mal mit ihm Urlaub zu machen in Marbella. Und das habe ich dann gemacht. Im Jahr 77 war das. Und das war ein außergewöhnlich wunderbarer, einmaliger Urlaub bei Familie Connery, bei dem charmanten, wunderbaren, unbeschreiblich herzlichen John Connery. Und das Interessante ist ja, Christian Anders hat uns nie verraten, wie er es geschafft hat, gratis bei John Connery zu wohnen. Das weiß ich auch nicht. Aber das war überhaupt kein Thema. Damals war die Welt nicht locker. Da hat halt irgendein Künstler einen anderen kennengelernt. Der hatte ja nur 3 Gästehäuser auf seiner Riesenanlage. Und die hatte er, offensichtlich war er, so habe ich ihn auch kennengelernt, war ein gastfreundlicher Mensch mit einer Neugier, positiven Neugier auf andere Menschen. Die müssen sich irgendwann kennengelernt haben. Und dann war er halt da zu Gast und das hat sich dann perpetuiert sozusagen. Und der Gast hat dann wiederum einen Gast, nämlich den Michael Holm, eingeladen. Und so durfte ich John Connery und seine charmante Ehefrau 4,5 Wochen live erleben. Und das war eines dieser Urlaube, die man nie vergisst. Es ist schön, bei dir zu sein. Musik von Michael Holm. Und vor dem Song haben wir über die Freundschaft zu Christian Anders gesprochen. Und da spannen wir mal den Bogen von damals zu heute. Denn es gibt eine Neuauflage von Nachts scheint die Sonne. Und egal, ob damals oder heute, man sieht ihr Publikum, die ganz Jungen und die Älteren, die zusammenstehen und gemeinsam die Songs mitsingen. Was macht Ihrer Meinung nach die Hits von damals so zeitlos, dass es immer noch genauso wie früher gefeiert wird? Ich kann jetzt ja natürlich nur spekulieren. Da müssen wir das Publikum natürlich fragen. Aber ich gehe mal davon aus, A, das waren sehr originelle Produktionen. B, hat dann also gerade das Nachts scheint die Sonne. Das hat einer der erfolgreichsten Autoren nach dem Zweiten Weltkrieg komponiert, Giorgio Moroder. Entschuldigung, 7 Oscars, 14 Grammys und Millionenseller, Erfinder, mehr oder weniger Miterfinder der Disco-Musik und der Disco-Sounds. Also ich meine, das ist schon ein herausragender Mann gewesen. Und dann bleibt von solchen Leuten bleibt halt was übrig. Der Text ist, glaube ich, auch ganz gelungen, Nachts an die Sonne. Und er hatte die Fähigkeit, dann auch Titel zu schreiben, die zu meiner Stimme gut gepasst haben. Und deswegen, ich bin auch sehr, sehr glücklich über diese Neuproduktion von Rüdiger Schramm und Matze Roska, meine beiden Produzenten in Berlin. Ganz wunderbare, ja, Musikwahnsinnige auch. Also Leidenschaft, da wird mit einer Leidenschaft Musik gemacht und produziert, die ich also total faszinierend fand und finde und die ich wahnsinnig schätze. Und ich bin ganz wirklich stolz und glücklich mit diesen beiden wunderbaren Musikern, Musikwahnsinnigen ein Album gemacht zu haben. Auf was freuen Sie sich als nächstes? Ja, als nächstes auf den Abend mit meinen Gästen. Das sind wunderbare Freunde, auch tolle Musiker und Menschen, die mir am Herzen liegen. Die werden kommen. Wir werden was Tolles essen und was leckere Sachen trinken und wir werden gemeinsam Musik machen. Darauf freue ich mich wirklich jetzt
am meisten, weil da habe ich das ganze Jahr sozusagen drauf hingearbeitet, hingezittert. Und jetzt ist es endlich soweit. Wir feiern Geburtstag und ich werde es genießen. Und das ist absolut richtig so. Gibt es denn aktuell neue Projekte, über die wir schon sprechen dürfen? Ja, es gibt also ein richtig extrem geiles Projekt, über das ich leider nicht sprechen darf. Aber Sie werden dann einer der Ersten sein, wenn es dann öffentlich gemacht werden darf. Mhm. Dann will man das ja. Sie wissen ja, das ist in der Branche. Ja. Auf der einen Seite musst du Dinge erstmal unheimlich unter dem Radar halten. Und dann, wenn es soweit ist, wenn es verifiziert ist, dann darf man es nicht mehr unter dem Radar halten. Da muss man es hinausposaunen auf allen Rohren und auf allen Medien. Und der Tag wird kommen und dann werden Sie dabei sein. Und da freuen wir uns jetzt schon drauf. Wir bedanken uns von Herzen für Ihre Zeit an diesem tollen Tag. Wünschen nochmal alles, alles Gute zum 80. Geburtstag. Ganz viel Glück und alles, was Sie sich für die Zukunft wünschen. Vielen Dank, Michael Holm. Recht herzlichen Dank und allen Hörern und Hörern ein herzliches Hallo, Servus, für Gott von Ihrem und Eurem Michael Holm.